Willkommen zur sechsten Etappe. Commerce City. Sechs Positionen gut machen. Das war ein voller Fail von mir. Fail direkt am Start, nur super. BTF? Wieso kann ich da nicht rum? Machen wir jetzt langsamer. So. Ich wollte gar nicht zur Tankstelle, aber okay. Weiter auf der Schnellstraße. Leckt wieder. Wunderschön. Weiter hier rum. Keine Ahnung, warum das jetzt so heftig leckt. Egal. So, fertig. Star. Noch 29 Plätze. Highway 20.
Kampf durch die Prärie. Die Prärie ist ja auch nicht gerade ungefährlich. Lamborghini. Ich hab's gewusst. War eigentlich sowas von klar. So, und weiter geht's. Ab ins Ziel. Nice. <lacht> 76. South Dakota, 34. Ach, Position gut machen. Er ist gefährlich, Jack. Sei vorsichtig. Okay. Oh, Gewitter. Hab's gar nicht gesehen.
Nice. So noch reingeschafft. Nein, verdammt. Das ist das Ziel und durch. Beendet. Schnitt. South Dakota 240. Und wieder Zeit gut machen. Schon das Checkpoint. Tolle Zeit. In die Nebenstraße. Oh, es gewittert. Das hört man. Leises Gewitter. Ja, genau. Ist in Ordnung. Wieder Serpentin. Yeah.
der Straße. Aber durchgeschafft. Gerammelt, aber durchgeschafft. Ab durch Ziel. Beendet. Nur noch 18 Plätze bis Chicago. Und wir haben Samstag um 2 Uhr. Ist auch eine schöne Zeit. Oh. Calvin Garrett. Calvin ist ein ehemaliger Boxer aus Atlantic City. Er liebt es, alles auf eine Karte zu setzen und hat für Run seine letzten $250.000 in der Hoffnung aufgebracht, den Jackpot zu holen. Für ihn kommt nichts anderes als der Sieg in Frage. Er wird nicht gewinnen. Besiege Calvin. Okay. Und die Wolken wurden dichter und dichter. Und eine Tankstelle, die wir nicht brauchen. Oder ein Karre, der ganz schön schnell fährt. Ah, ich überholen konnte. Wow. Nee, Abkürzung, nee, Abkürzung, nee. Aber wir haben eine gute Zeit vorgelegt. Wir liegen jetzt knappe 3 Sekunden vor ihm. Er holt aber auch wieder ziemlich weit auf. Jetzt sind es nur noch 2 Sekunden. Ganz. Boah, ich bin drüber gejobbt. Da ist das Ziel und schaffen wir es noch vor ihnen. Knappes Rennen, ja. Wir haben es vor ihnen geschafft. 67. Damit haben wir auch die 6. Etappe geschafft. Die Prärie beendet. Jeden Tag sehen wir uns dann noch bei der. Nicht bei jeden Tag, sondern bei der nächsten Etappe. Und zwar Fahrt nach Chicago. Also, bis zum nächsten Mal.